Ja, dann seid mal herzlich willkommen zu einem neuen Genre, was ich schon seit längerer Zeit spiele, beziehungsweise es nennt sich ein Weltraumhandelsspiel, Alien Rain. Es ist ein kleines, unabhängiges Label aus Frankreich. Es ist neu und befindet sich in der Entwicklung. Es ist nicht so eins der großen wie die X-Serie, also X3 oder X4. Ich habe mich extra für dieses Spielchen hier entschieden, weil es chillig ist. Es ist entspannend. Und man wird auch nicht unter Druck gesetzt, wenn man irgendwelche Aufgaben bewältigen muss, so Lieferungen bringen. Ich habe schon einige Runden da gespielt. Ich bin noch im Tutorial-Mode. Und jetzt gucken wir mal, was wir machen können. Habe ich denn schon getradet? Also ich habe schon getradet. Gut. Das ist unser Menü hier. Ich habe jetzt insgesamt drei Schiffe. A2 Flotten. Stopp, nein, drei Schiffe in einer Flotte. Das ist hier mein Cargo-Schiff. Und hier habe ich zwei Begleitschiffe. Das sind die Fighter, so zwei kleine Fighter. Und hier ist eine Flotte, die werde ich irgendwann mal autotraden. Also die soll dann automatisch irgendwann mal Waren kaufen und liefern. Gut. Wie funktioniert denn das jetzt? Dann werden wir mal erstmal hier ein paar Contracts, ein paar Verträge uns angucken. Das ist das, was zurzeit läuft. Remote Fleets Tutorial. Das heißt also, wo ich dann sozusagen die Flotten fernsteuern kann. Aber ich möchte doch noch ganz gerne hier oben ein bisschen meine Credits aufwerten. Ich habe hier Aufgaben in diesem Sektor. Vielleicht sollte ich das auch mal zeigen. Ich befinde mich hier. Es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5 große Bereiche. Und hier gibt es Sektoren. Zurzeit befinde ich mich hier in Blue Heart. Und dann können wir uns angucken hier in diesem Sektor, was es da nicht alles gibt. In Blue Heart gibt es hier diese Stationen. Hier für unterschiedliche Waren anbieten oder traden. Das sind hier sehr viele an der großen Kugel. Das sind die einzelnen Stationen und noch die anderen Raumschiffe, die hier im Raum schweben. Gehen wir also zurück in den Contracts. Gibt es hier irgendwas, was ich machen kann? Zum Beispiel, oh, VIP Transport Gym. Das akzeptiere ich. Werde dann hier diesen Vertrag aktivieren. Und hier steht dann Transport Gym from Lighthouse to Blue Heart. Also erstmal muss ich in Lighthouse, im Bereich Lighthouse, in dem Sinope Hub abholen. Das werden wir jetzt machen. Lighthouse. Das heißt also, wir gehen hier in Lighthouse, traveln erstmal. Das braucht 2 Tage. Das Ganze können wir beschleunigen, wenn wir hier Fast Forward klicken. Jetzt sind wir da. Na, gucken wir mal. Automatisch sollte doch. So, Iron Hub und Sinope Hub. Dann gucken wir mal. Iron Hub und Sinope Hub. Da unten automatisch ist das hier aktiviert. Entweder kann ich dort automatisch docken, weil ich nämlich schon, da kann ich mal zeigen, Technologien erschlossen habe, wie Autodocking. Das war erst noch gar nicht aktiv. Da musste ich erst Erfahrungspunkte sammeln, damit das zu machen ist. Okay, dann werden wir das jetzt mal einfach machen und einfach mal uns zurücklehnen und genießen, wie er dann dort automatisch per Autopilot mit der Autodock-Funktion den Very Important People hier von dieser Station abholen. So, das
ist hier dann sozusagen hier so ein Andock-Nupsi. Andock-Nupsi, herrlich. Und also das zuerst in den ersten Runden manuell zu machen, das war so schwierig. Das sind ja drei Dimensionen, die man dann zu bewältigen hat auf einmal. Gut, jetzt steht hier VIP Transport Gym, alles klar. Jetzt steht hier, wo ich ihn dann halt eben absetzen muss. Und zwar in Blue Heart. Wäre dann hier wieder. Wenn Aufgaben laufen, die ich mache, dann wird automatisch hier etwas gelb hervorgehoben. Und somit kriege ich dann auch so ein bisschen Einkommen, wenn ich very important people, also special people hier von Station zu Station bringe. Ah, ich finde das so richtig entspannt. Ich kenne das noch aus den 80er Jahren. Für Leute, die einen C64 hatten, da nannte sich so ein Weltraumwirtschaftssimulationsspiel Elite. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich noch können oder sogar selbst einen C64er besitzen und es noch auf Diskette haben. Ich bin ehrlich gesagt nie da durchgestiegen, obwohl ich es hatte. Ja, jetzt ist der Jim sozusagen rausgesprungen, sag ich mal. Und der Contract ist beendet. Ich kann jetzt mit der mittleren Maustaste gucken, ob ich hier was traden kann. Vielleicht kann ich ja irgendwo mal was gucken. Und das sind alles nur Trades. Nee, das machen wir nicht. Gehen wir zurück in die Contracts. Vielleicht können wir mal Material traden. Attack Mining. Ja, gut. Foot Haulage to the Forge. Foot Haulage, Foot Haulage, Plastic Haulage. Fuel Delivery, so, Zungenbrecher, in Blue Heart. Akzeptieren wir den Vertrag, aktivieren ihn und lesen hier, dass ich muss erstmal nach Blue Heart in AXRS. Das sind so komische Namen, die kann man ja gar nicht aussprechen. Also jedenfalls muss ich hier hin. Herrlich, herrlich, herrlich. Blue Heart sind wir. So, AXRS. Na, da ist es. Ich könnte jetzt auch mal einfach nur mal Target gehen, damit man den Unterschied mal merkt und nicht auf Dock gehen. Und wieder rausgehen und selber hier andocken. So, und dann haben wir hier ein gelbes Pfeilchen. So. So, jetzt muss ich da hin. Jetzt mache ich das alles mit der Hand. Es ist ja gar nicht so weit weg. Wichtig ist, dass wir nicht zu schnell sind. Jetzt versuchen wir das Ganze mal ein bisschen zu rollen hier. Gucken, vielleicht kriege ich das noch hin. Okay, jetzt ein bisschen mit dem Höhenruder hoch. Ein bisschen Geschwindigkeit runternehmen. So, da ist wieder so eine Dockstation. Hier ein bisschen wieder weniger. Ein bisschen weiter runter. Ah ja, und ab einer bestimmten Entfernung werden mir die Fadenkreuze angezeigt, die deckungsgleich sein müssen, damit ich ein erfolgreiches Docking machen kann. Also von der Rotation her ist das nicht so schlimm. Ups. Muss nach oben, liebe Leute. Genau, richtig. So. Mach das jetzt einfach jetzt nur hier so nach Gefühl. Na, noch 2-3 Meter pro Sekunde. Gut. 1 Meter pro Sekunde. Jawohl. Und das dürfte klappen. Da. Drauf. Hervorragend.
Das ist die Station, wo ich Fuel abgeben muss. Deswegen steht hier auch Input drin. Was heißt das? Das heißt ganz einfach, ich muss erstmal Fuel einkaufen. Das machen wir, indem wir mal gucken, wo hier die Ökonomie ist. Wo gibt es denn Fuel? Produktion, wie viel läuft, wie viel benutzt wird und was hier in Vorrat ist. Ich muss erst zu Lighthouse rüber, also in den Sektor Lighthouse. Dann gucke ich mal, wo kann man denn hier Fuel Input, Output. Hat aber nicht so viel, das ist jetzt echt blöd. Output hat sehr viel. Ionsol, okay. Auf geht's, noch Ionsol. So, war das? Das war hier. Gut. Ich mag es. So eine ruhige, abgeschlossene Atmosphäre. Leichte Musik, die so ein bisschen an Space World erinnert. Natürlich auch mittendrin eingreifen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas bewege, hier zum Beispiel habe ich, ja, zum Beispiel hier die Geschwindigkeit manipuliert und sofort hört der Autopilot auf. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, denn das Ganze können wir noch mal, muss ich mal gucken, wie heißt das Vieh noch mal? Nee, ich mach's doch nochmal hier mit Sicherheit mit manuelles Dockmanöver. Wenn ich es mit so hoher Geschwindigkeit besser ist das. So, yep. Ja, klappt. Gut. Es werden für die. Für den Vertrag 45 gebraucht, steht hier auch. Ich kann aber auch mehr tanken, soweit ich kann. Ich habe nämlich zwei Tanks, A50 Einheiten Volumen. Jetzt gehe ich wieder zurück. Und zwar wieder zurück zu Blueheart. Hierhin. Ganze können wir wieder mit dem Autopiloten machen. Natürlich dauert es natürlich ein bisschen, bis man reinkommt, so ins Spiel. Es wird sich immer mehr und immer mehr verändern. Man muss ja natürlich auch ein bisschen vorwirtschaften. So gerade als Einzelner mit einem etwas kleinen Schiffchen. So. Wir können ruhig alles verkaufen. Jetzt gehen wir mal auf die Schiffe, die wir haben. Das ist zum Beispiel das, mit dem ich gerade flog. Ich habe es auch schon abgegradet. Und zwar hier die Schubgeschichte. Also hier das Triebwerk habe ich schon abgegradet. Das war vorher ein anderes. Aber es und dann die Steuerdüsen. Die waren auch vorher anders. Gehe ich zu meiner Flotte hin, habe ich zum Beispiel hier noch eine kleine Combat Fleet. Die könnte ich nämlich auch mal, kann ich auch noch mal zeigen.
So sieht so ein Fighter aus in der Grundausstattung. Herrlich. Und könnte ich auch schon upgraden? Nee, noch nicht ganz. Was kann ich denn hier upgraden? Nein, das kann man noch nicht upgraden. Nee. Also die Fighter kann ich noch nicht upgraden. Okay. Dann gehen wir wieder zurück auf die Verträge und gucken wir mal, was wir hier mal machen können. Hier steht Remote Fleets Tutorial Tracked. Fleet Management Tutorial. Ja, habe ich schon ein paar Sachen gemacht. Und es ist wirklich schwierig, weil das Spiel gibt es nur in Englisch, Französisch und in Polnisch. Und hier steht Now remove all ships from your fleet except the one you are flying. Nee, ich möchte doch das ganz gerne das Combat-Tutorial mal weitermachen. Damit wir auch ein bisschen Action sehen können, also ein bisschen Kampf. Dann steht hier zum Beispiel, warte, bis dich irgendjemand attackiert oder du fängst einen Krieg an. Ja, Battle, also einen Kampf an. Du kannst Krieg erklären mit der mit dem Diplomatie-Menü F7. Oh Gott. Dann hier, wenn du jemanden irgendwie den Krieg erklärst, dann kannst du halt eben in dem entsprechenden Sektor die Schiffe in Rot angezeigt werden. Bekämpfen. Also F7. Hier sehen wir natürlich die ganzen Kompanien. Und lustigerweise gibt es auch hier die Piraten. Pay Tribute oder die Claire War. So, dann haben wir hier... Ach du liebes bisschen. Research Value 161, Credits Value. Mal gucken, kann ich denn schon wieder zurück? Wie viel habe ich? Nur 18. Da kann ich hier noch nichts aktivieren. Mein Gott. Pazifismus, was hier nicht alles gibt für Details. Diese Kompanie ist neutral. So. Accept Peace. War has been declared. Also, Krieg ist eröffnet. Den Piraten. So. Das muss ich noch aktivieren. Damit das klappt. Go into a fight! Oh, hide! Gehen wir mal wieder zurück. Noch bin ich in diesem Teil drin. Enemy disabled. Your goal class ship rendered a ship uncontrollable Solan class. Ja, wo sind die denn? Ich hätte natürlich jetzt auch in den Bereich reingehen müssen, da wo auch meine Kampfschiffe sind. Denn die sind ja hier. Welchen Zustand haben die? Okay, die sind noch alle gut. Aha, hier passiert was. So, lass mich mal den hier fliegen. Okay. Jetzt bin ich sozusagen umgestiegen auf einer meiner Kriegs... Genau, das ist das andere Kriegs-Vessel, also Raumschiff. Dieser kleine Fighter. So, machen wir mal den ersten. So, you can switch. Ja, gut. Wo sind jetzt hier die Roten? Ah, das ist mein Wingman sozusagen. Der fliegt automatisch mit mir. Ah! Immer dem Strich folgen. Genau, richtig. So, dann wollen wir mal die Kanone aktivieren. Ich möchte auch mit ein bisschen hier dabei sein und gucken. So. Shit, ist der zu weit weg oder was? Ja, da ist er, 11 Kilometer. Da kommt er so ein bisschen auf uns zu, oder?
Go back to Sektor. Ach, der war außerhalb des Sektors. Oh Gott. Okay, jetzt müssen wir raus, weil sonst wird's übel. Combat Fleet 1 arrived in Blue Heart. Combat Tutorial. Get into a fight. Wir sind also noch still im Fight. Geschossen an dem, ich fasse es nicht. Das Tolle ist, dass die Massenträgheit hier mit drin ist. Es ist also ein sehr realistisches Weltraumspiel, was die Physiken angeht. Ich muss erstmal umsetzen hier auf Kanone. So, noch habe ich keine automatische Steuerung. Bist du denn? Da bist du. Der schießt mich gar nicht ab, weil das ein... Treffe ich das Ding überhaupt mal? Beschädigt? Explodiert es nur? Er ist flugunfähig. Der ist flugunfähig. Brennt schon. Sehe ich den Zustand irgendwie? Kann ich das sehen? Irgendwie nicht. Moment mal. Okay, er ist auf jeden Fall flugunfähig gemacht. Oh, ich muss echt noch ein bisschen üben, was die Steuerung angeht. Das sind alles auch der Totenkopf drauf, herrlich. Ich kann auch mal größer machen, genau, richtig. Ja. Explodiert das Ding dann ganz oder wie? Alter. Ich liebe wieder den Sektor, okay. Ja, okay. Gehen wir wieder zurück. So. Schauen wir mal, wo es den nächsten gibt. So, mit dem Mausrad erstmal einrasten das Ganze. Wow, auch so ein schnelles Teil. Ah, der wendet jetzt, glaube ich, wieder. Hm? Enemy destroyed. You destroyed a ship. Solon class. Okay. Das haben wir jetzt geschafft. Jetzt gibt es hier nichts mehr Neues. No active threat. Gucken, was bist du einer? Du bist eine Station. Du bist auch eine Station. Schön. Werden wir mal woanders hingehen. Gehen wir mal zu Lighthouse. Battle lost in Blue Heart. Wer, ich? Warum habe ich was verloren?
Ich kann ja nichts verloren haben. So, hier ist alles gut bis jetzt. Und nochmal hier rein. A battle in progress. Battle lost in Blue Hearts. Ships cannot retreat and may be lost. Oh, was? Wie, was? Das ist jetzt für mich auch neu. Moment mal. Hier, das ist doch mal ein anderes Schiff hier. Genau, das ist das. Ein kleiner zweiter Fighter. Und mal eben einen Sprung darüber machen. Also, zack. Hä, Moment, ist der kaputt? So kann ich den nicht mit dem... Ah, okay, ist noch da. Gut. Alles noch da. Gut. Jetzt gucken wir mal, was hier abgeht. Wieso? Pirates accept peace. Achso. Pirates around Himara. Your reputation 0. Hier steht ja immer noch Combat Tutorial. Get into fight. So. So, gucken wir mal. Waiter for someone to. You can declare war using the diplomatic menu. When you are. Ja, ich bin auch schon im Fight gewesen. Was wollt ihr denn jetzt noch von mir? Es gibt doch keine roten Leute hier noch, oder? Gucken wir mal weiter. Also ich kann währenddessen nicht abhauen. Nein, ich werde mal wieder auf meine Trade Fleet gehen. Nee, werde dich hier nehmen. Ein bisschen Cargo transportieren und ankaufen und verkaufen. Jetzt gehe ich nochmal und gucke, was mit meinen Schiffen insgesamt los ist. Wo war das nochmal? Economy? Nope. Hier kann man sich drin verlieren. Okay, also gehen wir nochmal hier hin. Und da, wo Byship ist, genau, Roman for Helix, hier werden die Produktionsstufen angegeben der anderen Companies. Und jetzt schauen wir mal weiter. So, was ist mit dir los? Du siehst nicht so erfrischt aus, aber das geht noch. Okay. So, Pendulum. Was ist denn ein Pendulum? Dock at Habitation Center in Blue Heart. You are summoned by the Nama Colonial Administration to a meeting on the Pendulum Project. Please dock at one of the Habitation Centers of Blue Heart Capital Station. Habitation Centers. Dann wollen wir mal gucken, was hier in Blue Heart ein Habitation Center ist. So, ich befinde mich ja in Blue Heart. Aber
warum ist das hier nicht blau? So, ach so, deswegen. Habitation Center. Das ist zum Beispiel entweder dieses hier. Hier ist auch noch ein Habitation Center. Wie weit ist das weg? Ist eigentlich egal. Porter Habitat. Details. Okay. Aber ich kann da nicht docken. Was steht denn da nochmal? Nein? Ja, das ist ja auch doof. Ich habe natürlich vergessen. Das Ganze zu aktivieren. Pendulum, das war ja das. So, das müssen wir akzeptieren und dann. Ah, das. Aha. Immer aktivieren das Ganze. You are summoned to by Colonial Administration. Zack. So, okay. Deck. Dock, da steht's. Dock at a Habitation Center. Gut. Dann werden wir das auch machen. Ich bin doch jetzt hier schon. Ja. Erstmal muss ich travelieren. Also travel. Jetzt steht hier noch Battle in Progress. Das heißt, dieses Schiff, was ich jetzt fliege, ist jetzt eigentlich mit im Battle. Ships cannot retreat and may be lost. Mann, das heißt also, ich müsste dieses Schiff hier rauslösen. Ah, das ist ein bisschen schwierig. So. Edit. Oh, da kann ich das gar nicht machen. Kann ich nicht machen. Ich komm. Stopp. So, jetzt edit auch nicht. Jetzt habe ich mir natürlich völlig vertan. So, nee. So. Trade route, auto true, target, fly. Ich kann die Flotte nicht mehr entmergen. Das heißt, ich müsste den Kampf noch weitermachen. So, kein Bock mehr, deswegen. So. Haben die das jetzt angenommen oder haben die das einfach so ohne weiteres gemacht? Ja, dann werde ich mal gucken, ob ich hier weitermachen kann. Klappt. Also, ich brauche wieder Frieden anzubieten. Und dann klappt das auch schon. Jetzt sind wir im Blue Heart. Jetzt müssen wir in so einem Habitation Center. Jetzt wird es mir auch angezeigt. Okay, nehmen wir das hier. Docken dann an, gucken mal, was passiert. Absolut keine Ahnung, was dieser Auftrag bewirkt oder was er soll. Pendulum-Auftrag. Pendulum, das ist ein Hin- und Her-Pendeln oder was? So, your ship is now docked, das ist klar. Thanks for attending this meeting. As you may have observed, the Spire. Okay, wo ist das jetzt hin? Kein Problem.
So, da steht es ja nochmal. Kann man sich das nochmal angucken, das Tagebuch? Dass die Sektion Speyer unsere einzige Quelle von Gas ist. Can't match our needs. Achso, wir können unsere Bedürfnisse nicht mehr befriedigen. Wir brauchen einen neuen Orbital Extractor. However, the Spire was built before the war and all the knowledge disappeared. Aha, okay. Also, die Spire wurde schon vorher gebaut, bevor Krieg und Kenntnisse verschwunden waren. Als der Daedalus Carrier. Ah! Als der Daedalus Carrier abgeschossen worden ist. Deine Hilfe wird benötigt, einen neuen zu bauen. Please start reverse engineering the Spire so that we can learn more. Okay. Ich darf also was Neues aufbauen. Das ist ja mal was. Das ist ja. Ich bin für Aufbau, nicht für Zerstörung. Ich bin für Aufbau. Das ist grundsätzlich immer gut. Also, wir müssen erstmal in the Spire hin. Spire ist hier. Ach, ist ja ein Kreis drum. Das sieht man da. So, travel 4 days. Da bin ich immer gespannt. Wir sind dort, liebe Freunde. Wir sind dort. Und jetzt Pendulum. Nochmal gucken. Inspect the Spire and details to gather information about this material. Moment mal. Also ich soll erstmal die Spire untersuchen, um Informationen zu sammeln. Also soll ich da jetzt rumfliegen oder was? Okay. So, was haben wir denn hier? Unknown Signal. Ich habe aber keine Technologie, die eventuell. Moment mal, hier sind blaue Sachen. Da sind ja meine Fighter hier, die mich immer noch beschützen. Das ist cool. Inspect the pipe at the reference point. Also, hier ist das Rohr am Referenzpunkt. Was meinen die mit dem Rohr? Meinen die das Ding hier? Am Referenzpunkt A. Ah ja, okay. Ein riesiger Asteroid im Abschleppen oder sowas. Referenzpunkt A, wo soll das sein? Na, gucken wir uns das mal erstmal hier an. Moment mal, hier gibt es auch noch irgendeinen Strich. Sieht aber nicht wie ein Grafikfehler aus. Das glaube ich auch nicht. Herr Jemine. Gucken wir uns erstmal an, was das hier ist. So, ich glaube, ich muss auf Schubumkehr. Okay. Ist das leckgeschlagen oder wie ist das zu verstehen? Also man kann sehen, das sieht aus wie ein Rohr. Ja, das sieht so aus, als wäre es kaputt. Was muss ich jetzt machen? Okay, bleiben wir da erstmal stehen vor Ort. Gucken uns noch mal hier mehrere Punkte an. So, inspect the Spire. In details to gather information about this materials and construction methods. Our agent attached transmitter beacons on the structure. Gibt es hier irgendwo weitere Informationen davon?
Detector Tools. Hier steht. Fill all fleets. Ah, hier ist es. Okay, hier muss ich erstmal meine Einheiten reparieren und auch mal nebenbei mal wieder befüllen. So, was ist Build Station? Products of Cost 40.000. Habitation Center, aber das ist ja jetzt erstmal gar nicht gefragt. Ist hier noch irgendwas gelb untermalt? Nein. Schauen wir mal weiter. Nein, das ist das, das ist das. Nee. Was soll ich denn jetzt hier untersuchen? Was meinen die denn? Kann das sein, dass ich das Ding hier mit der Raute untersuchen muss? Die Station. Moment mal, erstmal. Wie heißt die Euante Habitat? Okay. Das Ding, das dreht sich auch noch. Oriente Habitat. Dann machen wir folgendes. Wo haben wir es denn, das Oriente Habitat? Da ist es. Machen wir das Ganze nämlich mal anders. Können wir noch nachträglich den Autopiloten anschalten und dann schauen wir mal, vielleicht passiert hier was. Also hier gehört es aus den Piraten. Das gehört den Piraten. Wie ist denn das jetzt wieder zu verstehen? Okay, was habe ich für Möglichkeiten? Ich kann Informationen hierfür kriegen für das Gerät. Okay. Ja, ansonsten noch irgendwas zu traden hier an der Sache? Ich glaube mal eher nicht. Das ist alles nur Input. Okay. Docken wir mal wieder ab. Inspect the pipe. Untersuche das Rohr. Wie soll ich denn das machen? Stopp mal. Gucken wir mal auf unser Instrument hier. Hier in diesem Bereich. Als ich hier war, gab es ein Signal. So, unknown signal. Scanning unknown signal. Signal distance. Ah, ich entferne mich davon. Ja, okay, dann machen wir das so. Aha. Dass wir mal. Aha, okay. Das Signal kommt irgendwo hier raus. Aber das ist die falsche Richtung. Das ist ja wie Geocaching hier. Auch hier in die Richtung müssten wir. Hä? Jetzt. Ah! Moment. Oder nicht so nah an die Pfeife hier. An die Röhre. Stopp, ich muss mal. Ach, stopp. So 85%, 89,90. So 97%. So, wenn ich hier wieder weggehe, okay, da ist das Signal wieder weg. Und hier in die Richtung ist wieder volle Kalotte da, aber noch zu weit entfernt. Ja.
Jetzt. Ja, ist es da doch das Leck oder wie oder was oder was? Nee, ist es das hier? Nee, 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 das ist nicht hier die Richtung, das ist. Okay, wir nähern uns dem Signal. Wow. Nehmen wir mal. Nee. Das ist egal, was ich hier anwähle. Ich meine doch wohl jetzt nicht den Stein hier. Das wäre es natürlich. Hä? Da runter oder wieder was? Also ich nähere mich dem Signal jetzt ganz nah, aber also ich bin ja schon fast da. Hä? Signal Distance. Jetzt. Was ist jetzt los? Ja, jetzt nicht sein hier. Kann ich jetzt hier die ganze Dings absuchen? Das ganze Röhrchen, ob es leck hat oder was? Das hier für ein Material? Carbon oder wie? Das wäre ja cool. So, 300. Gehen wir ein bisschen weiter nach vorne. 58, 59, alles klar. Wo sind wir jetzt runtergetaucht oder wie? Oh, jetzt sind wir genau drunter. Wo ist das? Also, Herr Jemine. So, aha, jetzt sind wir wieder, ja. Moment, stopp. Ihr passt doch fast. Boah, das ist ja fast wie ein Heuhaufen suchen. Ein Heuhaufen suchen, ja, in der Nadel vor allem. So. Signaldistanz geht jetzt auf. Alter, Signalanalyse. Stopp. Es reicht schon. Ah, jetzt bin ich zu weit. Da. So, Signalanalyse. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Bloß nicht bewegen. Bleib so. Das ist cool. Dann reichen die Daten ja schon aus. Was. So. Unknown Signal. Scanning. Was ist passiert? Pipe inspected. 7 left. Was heißt das? 7 left. Also war es doch richtig. War das doch richtig, dass ich hier entlang dieses Rohres da... Also wirklich. So, aha. Ich muss also noch 7 weitere... Lecks finden wahrscheinlich. Okay, das Prinzip ist jetzt bekannt. Wow. Also das mag ich an solchen Spielen. Nicht einfach nur rumballern, sondern auch mal richtig was machen hier. So, nicht so nah an dem Rohr lang. Bisschen hier ein bisschen Abstand nehmen. Hallo. Genau. Ah. So. Mach's anders. Ich würde einfach nur sagen. Alter, was eine Detailtreue. Okay, so. Jetzt sind wir wieder hier in der Richtung. So, komm.
Ja, ich habe im Einstellungsmenü, ja, ich sehe es gerade, Anti-Collision eingestellt. Deswegen geht der Kreis auch mal raus. Ihr seht diesen zitternden Ring dort, ja. Stopp, hier hin. Ja, hier musst du da weg. Okay, jetzt. Ja. Jetzt ist es nicht das da hinten, oder? Okay, mal ein bisschen schneller hier. Stopp! Shit, jetzt ist es wieder weg. So, aha. Hier also lang. Komm, 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 komm. Das ist ja wie Topf schlagen hier. Okay. Okay, wir sind schon im gelben, blauen Bereich. Das heißt, wir können ruhig jetzt stoppen. So, nur die Richtung bestimmen. Jawohl. Er ist im blauen Bereich. Jetzt wird wieder gescannt. Boah, ist das aufregend. Ja, für mich ist das aufregend. Ehrlich. So, noch 6. Dann gucken wir mal. Okay, die Richtung ist es nicht. Ja. Das ist aber jetzt sehr. Ach! Das wird ja noch besserer. Hier an den anderen Seilen darf ich auch nachgucken. Ah, tolle Nummer, das kann ja alles von den dreien sein. Alter Schwede. Gucken. Boah, komm ich mal der Sache echt gefährlich nah. Hier irgendwie am Ankerpunkt oder so. Nee. Nicht so nah, nicht so nah. Hä? Bist du das? Nee, du bist das nicht. Okay. Ey, das geht aber jetzt da in den Asteroiden rein. Sein, dass ich den hier irgendwie untersuchen muss? Nee. Stopp mal. Kann ja sein, dass irgendwas mit dem Stein hier nicht stimmt. Wow. Nee, ich entferne mich von dem. Das? Achso, das ist ein Einschlag. Okay, jetzt gehe ich mal rückwärts. Nehme den Restschub. Das Ding scheint hier mittendrin zu sein. Was ist denn das für ein Mist?
Checkt das jemand? Nein, ne? So, ich entferne mich sozusagen. Jetzt komme ich wieder näher. So, und hier, was ist hiermit? Ja, die Richtung stimmt, also. 64, 63. Aha. Ich check das nicht. Dann entferne ich mich wieder von dem Signal. Wird Signal stärker. Jetzt wird es wieder weniger. So ein Klaps hier. Ich kann doch nicht auf den Planeten, auf diesen Asteroiden drauf. Ich glaube, ich muss mich mal erstmal hier bei der Distanz hier orientieren, sonst ist das Mist. So, jetzt wird die Distanz wieder größer. Warum? Hier wird sie wieder kleiner. Aha. Jetzt wird sie wieder größer. Auch wieder größer. Also ich check's nicht. Das ist knifflig. Okay, jetzt komme ich unter 900. Das ist gut. Könnte was werden. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Fährte. Aufgabe heißt ja an der Pfeife, also an dem Rohr untersuchen. Und was ist hier? Ich bin auf dem Stein. Aha. Das könnte was werden. Los, komm, geh doch mal im blauen Bereich da rein. Aha, ist also das, der Strang hier wahrscheinlich. Ach, werd doch mal blau. Das ist das Ding hier, eindeutig. Ah. Also hätte das gedacht, dass ich so nah dran muss. Damit man die Texturen wunderbar erkennen kann. Also das ist natürlich, finde ich auch natürlich klasse hier, dass die Grafiken besser sind. Oh, Signal ist weg. So, da haben wir es wieder. Jetzt bleibt doch mal ruhig hier. Es ist nicht einfach hier manuell ein Schiffchen hier in der Luft zu halten. In der Luft nicht, im luftleeren Raum. Meine Herren, meine Herren, meine Herren. Jo, noch fünf über. Also, das ist echt klasse. So, wir sind hier wieder auf der richtigen... Nein, sind wir nicht. So, jetzt sind wir hier ungefähr auf der richtigen Fährte. Ja, mal gucken. Hier. Wahrscheinlich muss ich hier die nächste Verankerung untersuchen. Oder was, oder wie, oder was. Dann gehen wir mal gleich hier hin. Na, wer hätte das gedacht? Ah, die nächste Verankerung muss untersucht werden. Super klasse.
haben wir da schon mal zwei Verankerungen untersucht. Das ist ja gut. Na, nicht rausgehen aus dem Bereich. Prozent. Na also, noch vier left, okay. Lass mich raten. Lass mal gucken, wo das Signal ist. Okay, wir kommen hier dem Signal sehr, sehr nah. Die Signalstärke wird größer. Okay, dann schauen wir mal, wie wir die Distanz hier regeln. Okay, wir finden uns schon mal auf guten Wege. So. Bremsen schon mal ab. Ah, hier war das. Stopp. So. Muss also irgendwo hier sein. Okay, wir befinden uns schon mal hier in einem guten Bereich. So, erst richten wir unser Signal aus. So. Nee, es ist ja auch kein Signalstärke da. Nee, Ah, hier. Wow. Also ich kenne kein moderneres Weltraumspiel, was so grafisch detailliert ist. Kenne ich nicht. Auch aus der X-Reihe nicht. So, noch 64. Okay, noch drei Stück. Boah. Okay, gucken wir erstmal. In welche Richtung müssen wir? Wir müssen auf jeden Fall schon mal in die Richtung. So, ein bisschen abbremsen das Ganze. Ja, jetzt kommt natürlich die Station dran hier. Das wäre cool. So. Aha, stopp. Stopp. Nicht so viel. Wir sind auf 53 Meter ran. Hier. An der Verbindungsstelle hier. Da gibt es was zu untersuchen. Noch zwei. Ja, perfekt. Ah, die Signaldistanz ist schon mal 100 Meter. Jetzt, okay, wir sind auf einem guten Weg. Dann geht's hier hin. Ich wusste es. Ja, an dem Gerät. An der Gerät ist noch was kaputt. Hoffentlich gibt es da ordentlich Entlohnung und Erfahrung für ihr. Mach mal schneller hier. Oben. Nee. Shit. Näher ran hier. Aber wenn das Signal abbricht, dann darf ich nochmal neu analysieren. Aha. Ich hatte es doch hier gehabt. Wo ist es denn jetzt hin?
Es kann doch nicht wandern. So, aha. Das Stück ist es. Okay. Perfekt. Jetzt kommt der letzte. Das letzte Loch, würde ich mal sagen. Okay. So, dann kann es ja nur das hier sein. Mich kaputt, wenn es wirklich das ist. Das Signal ist dort. Das ist gut. So. Ja, ja, das ist es sogar auch wahrscheinlich. Ja, stopp, nicht so nah dran. Eindeutig. Also haben wir richtig gelegen. Das ist ein Leck. Das ist ein Leck, war das. Leck mich fett. Schaut mal hier die Schmutzsachen auf den Kugeln drauf. Also die Textur ist ja Wahnsinn. An alles gedacht. Und das mag ich an so solchen Sachen. An solchen Spielchen. Los, komm. Jetzt bin ich gespannt, ob das dann repariert wird oder ob das nur untersucht ist jetzt. Jetzt. Das sind große Daten. Come back to our scientists in blue heart to see what they make. Ah, coole Sache das. Also, ich habe nur Daten gesammelt. Mhm. Gucken wir nochmal ins Logbuch. Gute Daten sind das. Kommen zu uns zurück. In blue heart, was they make of it. Okay. Das heißt also, ist das nochmal... Welches Habitat muss ich denn machen? Moment. Im Blue Heart natürlich, logisch. Also hier hin wieder. Okay, dann mal gucken, wie weit ist das? In der kann ich noch nicht sehen. Erstmal traveln. Herrlich. Okay, eine Fleet ist schon refilled, also wieder aufgetankt. So, ach so, er hat automatisch unterbrochen. So, jetzt sind wir wieder da. Bin mal gespannt, was die machen. Oder sagen. Mit den Daten. Coole Sache. Coole Sache. Ah, ich bin ja so ein Forscher auch. Alter Trekkie-Fan. It's docking time. Ah, verstehe. Okay, gehen wir noch mal sicherheitshalber. Nochmal ran. Die Daten, die du uns gebracht hast, lassen uns verstehen oder helfen uns zu verstehen, wie die Spire aufgebaut wurde. Wir brauchen dich, um die Sachen in benutzbare Technologie zu transformieren, um einen neuen Space Elevator, also Space-Fahrstuhl zu bauen. Unlock Orbital Pumps Technology. Unlock Orbital Pumps Technology. Was steht denn hier? Technology. Unlock? Wo soll denn das stehen? So viel habe ich hier gar nicht über. So, Pinlo Unlock Orbital Pumps Technology and Unlock Science Technology.
Habe ich. Science habe ich. Die ist ja schon da. Orbital Pumps, da ist es. So, dafür brauche ich aber 131 Punkte. Kann ich nicht. Also so weit komme ich noch nicht. Also müssen wir diese Geschichte schon mal leider pausieren. Dann schauen wir mal. Pendulum. Remote Fleet. So. If you click on Remote Ship, the Trade button should be available. Trade something with a station. Fleet Management, Combat Tutorial, ja, nee. Station Build Tutorial. Lass uns das mal anfangen. Also, open the Station Building Menu using the button on the bottom left part of the Sector Menu. Habe ich schon mal gelesen. Build a Station. Da. Okay. Wir haben 38. Da steht hier auch nochmal. Weiter. Ja, jetzt habe ich nicht zu Ende gelesen. Schade, das finde ich jetzt doof. Starting a Station Construction will cost you fees. Ist klar. Then you have to ring construction resources. Start a station construction. Okay. Dann machen wir das doch mal. Build a station. Irgendwas, was nicht so teuer ist. 40. Orbital Telescope. Mehr gibt's hier nicht. Blue Craft. Die sind mir alle zu teuer, kann ich auch woanders hingehen. Pass mal auf. Blue Heart. Wir werden mal in Miner's Home hingehen. Vielleicht gibt es eine andere Station zu bauen. Nee, ist immer das gleiche. Aha. Es sind eh keine Stationen in diesem Sektor. Ja, ja. Fuel Delivery in Blue Heart. Da müssen wir mal ein bisschen was machen. So, dich werden wir mal akzeptieren und dich werden wir mal akzeptieren. Wip. Was muss ich denn hier machen? In Blue Heart. Pick in Blue Heart. Fuel Delivery. Cell. 42 Einheiten. Gut, okay. Nehmen wir erstmal die Amos. So, wo ist da zu holen? Wo ist die zu holen? Hier ist sie zu holen. Auf geht's. Und das ist ja nicht weit weg. Input. Ah, hätte ich ja machen können. Okay, auf jeden Fall haben wir sie ja schon mal aufgenommen. Die Amy, nee, die Amos Lighthouse. Aber in Lighthouse kann man, glaube ich, auch gut was kaufen. Mal gucken. Fuel. Food Output. Ihr Output, genau richtig. Lassen wir erstmal hier Fuel einkaufen. Ja, Amos, müssen wir einen kleinen Umweg machen, bevor ich dich dann hier bei der UFC Vlosette Boss Farm abliefere. Ich muss erstmal hier ein bisschen Fuel kaufen. Diese Stationen sind ja auch sowas von geil gebastelt.
Irre. Okay. Traden wir mal. J. 100? Aha. Ja, okay, dann machen wir wieder mal 100, weil. Ich ja die Aktion mit dem Fuel ja nicht. Oh, das war knapp. Nicht aktiviert hatte. Jetzt ist ja erstmal Amy aktiviert. Aber egal, wir können ja das, was wir zu viel haben, sowieso verkaufen. Das ist ja genau richtig so. 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 Docking successful, successful. VIP Transport Amos ist auch. Nicht wahr? Die ist durch. Jetzt ist das hier automatisch getrackt. Sehr gut. Das heißt, wir müssen. Na, 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 stopp. Jetzt haben wir mir nicht gemerkt, wo das ist. Hier im Blue Heart. Ah, was eine Travelage. Ich könnte natürlich jetzt auch, weil ich ja schon so einen Transporter gekauft habe vorher, kann ich natürlich alles automatisieren lassen. Aber zuerst will ich selber mal hier so das Gameplay ausprobieren, damit man so ein bisschen ein Feeling dafür hat. Okay, sind wir schon da? Wir sind schon da. Okay, aber. Ui, 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 was ist denn das für eine Kugel? Du hast sehr verdächtig aus, die Kugel. So einen glühenden Kern irgendwie unten. Da fällt mir auch gerade so auf, jedes Mal habe ich Signale. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass ich Signale hier die ganze Zeit empfange. Vielleicht sollte ich dem auch noch mal nachgehen. Jawohl. Ja, dann kommen wir auf die über 40.000 für eine neue Station. Das ist cool. Okay, aber trotzdem will ich wissen, was das mit den Signalen auf sich hat. Denn obwohl ich keine Aufgabe habe, kann ich trotzdem mal gucken. Das ist mir schon die ganze Zeit während des Spiels aufgefallen. Hier? Oh, stopp, 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 stopp. Nicht so schnell, nicht so schnell. Hier irgendwie. Tatsache. Das Strahle-Ding hier. Da gibt es ja einen Bonus oder sowas. Ja, hier gespannt jetzt. Ha. Oh, die Analyse dauert. Ich kann bestimmt mein Analysegerät auch upgraden oder ein neues. Aber trotzdem, ich will wissen, was sich da versteckt. Oh, 48%, 49%. Schauen wir mal. Herr Jemine. Ich muss das Gerät anlernen, sowas gibt es ja auch. So von wegen du, ich habe hier was gefunden, irgendein Spurenelement oder ein Mineral.
Man weiß es ja nicht, wie dieses Game hier, diese Simulation hier so, ach, wie soll ich sagen, so ausgerichtet ist. Alter Schwede, komm, mach hin. Gucken, kann ich noch näher ran, eventuell ein Stück? Ja, nee, nicht so ganz. Signal Distance T. Okay. Ah, okay. 78, 95 Meter. Darf bloß nicht abreißen, das ist ganz wichtig. Oh, noch 6%, Leute. Macht mich kirre hier. Kann sein, dass so länger es dauert, umso wertvoller ist dann das, was ich gefunden habe. Das kann natürlich durchaus sein. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. So, was haben wir gefunden? Haben wir was gefunden? 100%. Artifact gefunden. Artifaktanalyse. Reveal Value Data for Technology Research. Ja, so macht's doch Spaß. Ich habe keine Rückwärtskamera. So, Moment. Ich habe jetzt ein Artifakt gefunden. Was heißt das, ein Artifakt? Ich habe doch irgendwo auch was gesehen als Artifaktmenü. Okay. Wo war denn das nochmal? Nein. Das war so ein Reiter, war das. Burns, Accounting, Fleets. Da hier? Ja, hier war es. Artifact found. You have found. Ah, eins von 10 Artefakten habe ich gefunden. Untersuchen die Welt und neue Sektoren. So, Blue Heart Docks. Blue Heart was first built as an immense belt of docks. Okay. Das ist die Geschichte, wie das Ding gebaut worden ist. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie was Tolles. Science Technology. Ach, hier fürs Pendulum sind noch aufstehende Aufgaben. Okay. Jetzt machen wir mal die Station Building Tutorial Geschichte. Kann ich ja machen. Was wollen wir denn für eine Station bilden? Also Orbital Teleskop. Ein langer Reichweitenteleskop. Hört sich gut an. So, dann Solar Power Plant converts Wasser. Macht auch Wassertreibstoff. Ja, das wäre doch mal auch eine Idee, ne? Research Station, also so eine Art Untersuchungsstation. Oh, Scientist Working Advanced Technology Knowledge. Aha. Aha, Repair Outpost, Supply Outpost, as Small Stations Useful Fleet. Ah, das ist cool, da kann ich mir meinen eigenen Outpost machen. Und Habitationscenter sind orbitale und Heime, Build for Few. Oh, okay. Gut, ich werde das Ding hier kaufen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo man es hin platzieren kann, falls überhaupt. Ich kenne das noch aus dem uralten X-Spiel, X Beyond Frontier. So. So, the construction of your new station started. Starting building tutorial. Nochmal. So, hier steht zum Beispiel, deine Station ist nun unter Konstruktion. Bringe die noch, die Construction Resources, ach so, die noch verbleibenden, die fehlenden Ressourcen dahin. Ja, wohin? Große Frage. Wird denn meine Station hier irgendwie angezeigt, die gebaut wird oder was? Ist das hier irgendwo drauf? Moment mal, zack. Weil hier sind ja die ganzen Stationen aufgeführt. Wenn, dann müsste ja hier mein Kürzel drin stehen. Stopp!
Da. Owned Spacecraft and Sector. So, hier steht's, was wir brauchen. Wir brauchen Plastik, wir brauchen Tools, wir brauchen Stahl. Okay. Dann lass uns erstmal hier das Ding andocken. Ich will erstmal gucken, wie das Ding so aussieht, bevor ich da was hinschicke. Nachher ist es völlig marode. Oder vielleicht sieht es ja aus so mit Gestänge oder so wie der Todesstern im Bau. Aber ich will ja keinen Todesstern aufbauen. Nein, 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 nein. So, mein Teleskop wurde also an irgendeiner Stelle hingesetzt. Und wieso ist das in Gelb? Ah, verstehe, under construction. Das ist ja cool, die Laufschrift da. Okay, das ist das, was es noch braucht. So. Aha, so, das ist jetzt mein Teleskop. Moment mal, ist es meins? Wo ist mein Logo drauf? Da ist es. Das ist es. Das ist richtig. So, kann ich das eventuell noch umdesignen? Oh, aber ein Teleskop ist ja cool. Cool, die Sonnenkollektoren. Ah. Okay, Target, Scrap, nee, Edit gibt's leider hier nicht, oder doch? Ja, hier sind die Schiffe, die gedockt sind. Okay, dann kann man die leider nicht in der Farbe ändern. Ist schade, aber wir müssen erstmal zusehen, dass wir hier genau diese Sachen kriegen, die wir brauchen. Jeweils 100. 100 Steel, 100 Plaste und 100 Tools. Dann gucken wir nochmal unter Economy. Wo gibt es denn zum Beispiel? Fangen wir mal mit Steel an. Im Stock, also auf Lager hat's Lighthouse. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das kaufen kann. Das sieht schlecht aus. Also. Müssen wir eben mal kurz noch ein bisschen was erledigen. Wasser in Blue Heart. Attack Pirates Military Ships. Naja, ich weiß nicht. Fuel Delivery in Blue Heart. Blue Heart, also Fuel Delivery Blue Heart. Da werde ich immer alles das, was mit Blue Heart ist, akzeptieren, bevor ich dann mein Ding nehme. Okay. Wasser Delivery. Wie viel braucht ihr? 46 Wasser. Gucken wir mal, wo es Wasser gibt in Blue Heart, falls, aber ich glaube es nicht, weil wenn die hier Wasser brauchen, gibt es das bestimmt nicht in Blue Heart. Doch hier, in the Depths. Blue Heart hat zum Beispiel kein Wasser in Storage. Nee, also The Depths. The Depths, in den Deppen. Okay, dann gehen wir mal in The Depths. Gucken, wo sind die Depths? The Dig, Outpost, The Forge, Water, Wind. Mhm. Alter. Ah, hier. Oh, sieht man nicht so gut. Okay, travel 3 days. Perfekt. Und welche Station hat jetzt Wasser? Gucken wir mal. Mine. Europa, was haben die denn? Achso, die haben sowas. Wasser ist ja H2O, ne? Guck mal hier. Also, zack. Oh. Asteroid Belt ahead. Uiuiuiuiui. Herrlich.
Aha. Ach, so wird also sozusagen Wasser produziert aus den Asteroiden heraus. Ja klar, weil das im Grunde genommen so Eisklumpen sind. Okay, docking successful. So, give me all your water, what you have. Was? Mehr haben die nicht? Aber wieso steht denn hier 3000 noch was? Output. Okay, dann gehen wir mal zur nächsten. Tolle Nummer. Dann darf ich jetzt hier die ganzen Posten andocken. Für ein bisschen Wasser. Naja, Wasser ist ein wichtiges Gut. Ist das irre. Okay. Gibt's denn hier wenigstens ein bisschen mehr? Can trade. Water from. Ach nee, Leute.
Jetzt brat mir einer einen Storch. Warum ging das nicht? H2O ist für mich Wasser. Was habe ich bloß falsch gemacht? Sorry, ich musste mal eben gut hin. Deswegen die Pause. Gucken wir mal auf die Economy. Water. Oder hat das hier noch eine besondere Bewandtnis? H2O? Ne, Wasser. Hier, so. Deep the Depths friendly. Also ich bin doch in den Tiefen, ne? Also in den Depths, richtig. Und wer von euch hat noch Wasser? Hier auch wieder H2O. Aber hier steht nicht drin, ob die... Ach, er transportiert Wasser. Das ist ein Vessel, also sozusagen ein Schiff. Okay, gut. Vielleicht sollte ich mal auf Station gehen. So, das ist eine Mine. Output hier. Das ist es. Das könnte doch was bringen. Wow. Wir nähern uns. Ich muss ja noch Wasser liefern. Ich finde dieses Spiel besonders entspannt. Es ist nicht so ein Kampfspiel, wo es so nur... Hier gibt es auch Kämpfe, klar, aber die muss man, die kann man sich erzwingen oder kann es auch sein lassen. Und man wird nicht unter Druck gesetzt hier bei diesen ganzen Aufträgen, die man absolviert. Das ist eine Geschichte, die mich hier sehr, sehr zufriedenstellt. Hier steht schon wieder. Can't trade water from... You can't afford to buy any of this. Ich kann nichts davon kaufen. Wieso denn nicht? Jetzt habe ich das Ding hier angenommen. Den Contract. Water Delivery. Verkaufe 46 Wasser. Aber ich muss doch erst 46 Wasser haben, liebe Freunde. Gut, dann gucken wir mal, wo wir denn noch irgendwie eventuell Output. Gehen wir unter Details. Ja, das ist auch wieder so ein Stein, der hier ausgesogen wird. Wieder weg. Gucken wir mal. Eismine. Okay. Sag mal, was spielst du da für ein Spiel? Sieht ja voll langweilig aus. Nee, es ist entspannt. Ich finde, es ist genau richtig in dieser Zeit, mal so ein entspanntes Spielchen zu spielen, so ein bisschen was Aufträge zu bearbeiten. Vor allem in dieser Zeit. So, kann ich bei ihm hier mal Wasser kaufen? Das wäre mal toll. Ansonsten habe ich keine Ahnung, wie ich jetzt weiter an Wasser kommen soll. Übelst. Ich fasse es nicht. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht, liebe Leute? Mist. Jetzt bin ich echt... Jetzt bin ich echt geplättet. Gucken, vielleicht muss ich irgendwo noch woanders hin. Vielleicht kann ich ja eventuell woanders Wasser finden. Wasser. Nee, es gibt nur Wasser hier in die... Nur hier.
Ach, Mann. Schwierig, schwierig, schwierig. Kann ja nicht angehen, dass ich jede Geschichte hier, ja, okay, docken wir mal die an. Kann ja nicht sein, dass ich jede Wasserextraktionsanlage andocken muss. Okay, Lila, letzter Versuch. Ja, cool. Ansonsten muss ich den Auftrag fallen lassen. Das ist nicht möglich. Output. Click on a resource to start trading. To start trading. Also ich kann nur traden. Was bin ich denn unterwegs? Ich bin doch hier mit meinem. Ja. Tja. Okay, müssen wir anders machen. Müssen wir ganz anders machen. Dann müssen wir den hier mal eben. Fuel Delivery in Blue Heart. So, dann gucken wir mal, wo wir denn Fuel kriegen. Nein, Ökonomie bitte. So, Fuel ist hier und Fuel gibt es ganz viel in Frozen Realm, in Lighthouse. Okay, gehen wir ins Lighthouse. Frozen Realm ist hier, Lighthouse ist dort. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Was? Fuel. Wer hat hier Fuel? Powerplant. So, Fuel Output. Und zwar gar nicht mal so unwenig. Sehr gut. Voll die halbe Sonnenfinsternis da hinten. Das ist ja Hammer. Schön in Rot. Okidoki. Das ist jetzt nur Trading-Geschichten. Ich kann nichts. Also ich habe vorher bei Output immer was kaufen können. Dann gucken wir uns mal die halbe Sonnenfinsternis da hinten an. Oh, oder? Das sah aus, als wäre es eine hier zum Beispiel. Da ist es nur ein Fehler. Ah, das ist ein Fehler. Okay. Kann passieren. So, was bekloppt ist jetzt aber auch. Ach ja, dann machen wir noch ein paar Minuten hier durch die Gegend fetzen. Mal gucken, was bist du denn hier eigentlich für eine Plante? Mal gucken, ob wir hier andocken können. Stimmt, ne? Sind das hier die Docking?
Knobs, ja, da sind die Docking Knobs, okay. Die Docking Knobs. Die Docking Nupsis. Okay, machen wir es mal wieder hier mit Auge. Ich mach es einfach mal wieder mal mit Auge. So, wir sind ja schließlich schon geübt da drin. So. Was hast du denn? Food und Fuel Input, Food Output. Ich kann überall nur traden, ne? Egal was ich nehme, ich kann nur traden. Also ich kann nichts mehr kaufen. Die ersten Leveln konnte ich nur kaufen. Tja. Dann werde ich wieder zurück zu meinem Heimathafen. Meine Heimatsektion. Das sind ja Geschichten hier. Dieses Detailreichtum hier. Herrlich. Okay. A blue heart this day is hard to find. Gut, jetzt sind wir da. So, was ist denn hier? Shipyard. Schlimme ist, ich muss das Ding hier hinkriegen. Aber das mache ich beim nächsten Versuch. Ich habe mir 2 Stunden so Streamzeit genommen und habe es mal angespielt. Okay. Vielleicht sehen wir uns ein nächstes Mal wieder mit Helium Rain. Ciao.